Hallo, liebe Freunde, hier beim Startschuss einer Skype-Sendung zum ersten Mal auf diesem Kanal, von meiner Warte zumindest aus. Alles ist neu, aber ich habe ein gewohntes Gesicht heute gewinnen können. Es gibt ja viel zu besprechen und ich freue mich riesig, dass du, Stefan Blankertz, heute ein bisschen Zeit für uns hast in verrückten Zeiten. Du bist Mitbegründer von Eigentümlich Frei, bist Deutschlands dienstältester Libertärer, mindestens Deutschlands dienstältester Anarchokapitalist. Bekanntermaßen hast also auch sicherlich viel dazu zu sagen, wie man das jetzt auf eine besonders libertäre Art auch die ganze Situation interpretieren kann. Also erstmal nochmal herzlich willkommen. Ja, du bist danke. Ja, du bist inzwischen ja in Berlin ansässig. Du warst ja lange im Rheinland, da haben wir uns auch kennengelernt. Und bist seit einigen Jahren jetzt in Berlin. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie nimmst du die Situation jetzt in Berlin selbst wahr? Hast du da besondere Erlebnisse auf den Straßen schon gehabt zuletzt, in den letzten Tagen? Ja, ich lebe hier ja in Pankow. Und da ist es, also inzwischen ist es natürlich sehr ruhig geworden. Aber es gab hier also keine besonderen Anzeichen. Als ich das letzte Mal einkaufen war, das war vorgestern, habe ich vielleicht zwei Leute mit Gesichtsmasken gesehen. Aber ja. Also ich habe es nicht glauben können, aber das Klopapier war wirklich alle. Also ich habe es wirklich nicht geglaubt. Aber also das schon, aber ansonsten habe ich hier eigentlich nichts festgestellt. Und es ist so ein bisschen, wir wohnen hier direkt neben einer Grundschule. Und da ist normalerweise dann viel Halligalli, da habe ich auch gar nichts gegen. Manchmal mache ich sogar extra das Fenster auf, um so ein bisschen Leben mitzubekommen. Aber das ist jetzt eigentlich wie in Ferienzeiten, also da ist jetzt natürlich gar nichts los. Ja, also so würde ich sagen, dass für mich ist das auch mehr sozusagen ein mediales Ereignis, etwas, was man hört und was beunruhigt, aber was nicht sozusagen fassbar ist, direkt erlebbar. Ja. Also hast du auch so das Gefühl, wir haben auch mit dem Martin an der Theke oben schon oft drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, man hat die ganze Zeit das Gefühl, es ist so ein schlechter Traum, ne? Wann wacht man endlich auf? Aber es ist kein Traum, ja. Ja, genau. Es hat diese Art, weil es eben halt so indirekt ist und nicht fassbar. Aber das sind ja im Prinzip, da sind wir schon gleich beim Thema, sind es ja ganz viele Dinge, die so ablaufen in unserer Welt, dass man sich eben halt fürchterlich im aufregt oder Sorgen macht über Dinge, die weit weg sind. Mhm. Die Form der Beunruhigung ist immer sehr indirekt und hat oft gar nichts mit dem tatsächlichen Leben zu tun, was aber irgendwie vollkommen unwichtig wird dem Gegenüber. Und das ist natürlich, ja, es müsste eigentlich umgekehrt sein. Ne? Also eigentlich müsste, was mir am nächsten ist, mir am wichtigsten sein. Und ja, das, was in China ist, müsste am unwichtigsten sein. Deswegen, weil ich am wenigsten Einfluss darauf habe. Wobei jetzt geht's ja nicht mehr um China. Ne? Wenn man jetzt also mal sämtlichen offiziellen Berichten und so weiter Glauben schenkt, geht es ja längst um Europa, wo wohl der Krisenherd momentan am stärksten ist, ja, die Ausbreitung am stärksten ist und vor allen Dingen die Zunahme des Virus am stärksten ist. Ja, insofern haben wir es ja vor der Haustür. Ne? Es sind halt nur, es ist ja selbst in Kriegszeiten hat man so das Gefühl, ist mehr öffentliches Leben noch gewesen oder in manchen Gegenden oder in manchen Kriegszeiten mehr öffentliches Leben noch gewesen, als momentan schon abgeschaltet ist. Und es wird jeden Tag weniger. Ne? Kriegsrhetorik, ja, das wundert die dich. Also Macron hat ja, glaube ich, auch schon davon gesprochen offiziell. Wir sind jetzt im Krieg. Da gehen ja mindestens bei Libertären schon mal alle Lampen an, ja, wenn der Staat sagt, er ist im Krieg, weil das ist so das Endstadium des Staates. Ne? Da zeigt er sein wahres Gesicht dann spätestens. Ja. Naja, und ich habe gestern, also ich habe die Rede unserer geliebten Kanzlerin nicht gesehen. Ich gucke überhaupt kein Fernsehen.
Aber die Reaktionen haben mich doch auch schon erschreckt. Sagen wir mal in meiner Facebook-Filterblase, die jetzt, sagen wir mal, bestimmt nicht Durchschnitt ist, sondern eher kritisch. Mhm. Dass also Leute, die vorher, ja, sagen wir mal, durchaus regierungskritisch waren, jetzt auf einmal ja, in Hochrufe ausgebrochen sind, von den Leuten, von denen ich das nie angenommen hätte. Also bis hinein in AfD-Sympathisanten. Ja, ja. Ich habe zu meiner Frau gestern Abend gesagt, das war eine geniale Rede von dem, was ich gehört habe, im Prinzip sozusagen wie Churchill, Blood, Sweat and Tears. Ne? Und ja, ja. Das ist sozusagen die Rhetorik, das ist die Kriegsrhetorik, ja. Die dazu führt, alles zu akzeptieren und also bis hin zu extremen Einschränkungen von, ja, sagen wir, früher sogenannten hart erkämpften Freiheiten, ja. die man auf einmal, also es ist notwendig findet, dass die natürlich ausgesetzt werden. Ja, ja. Du hast recht, wenn du von deiner. Als ob ja. Freiheit etwas ist, was dafür da ist, für schön Wetter. Ja. Und was sobald Krise ist, ist natürlich Freiheit nicht mehr sinnvoll. Naja, ja. Und das Verrückte ist, du hast recht, wenn du von deiner Filterblase sprichst, die Leute, die vorher schon Opposition waren, auch teilweise AfD-nah und vielleicht auch Libertäre und andere, die alles sehr, sehr kritisch gesehen haben, wenn die momentan kritisch sind, leider geht es denen dann nicht weit genug. Ne? Dann kritisieren sie sogar, dass nicht jetzt sofort die Ausgangssperre schon kommt und wir gar nicht mehr auf die Straße dürfen. Und damit kritisieren sie dann die Regierung. Ne? Das ist ja. Also ja, genau. Ein Wettlauf Richtung Totalitarismus momentan. Ja, genau. Und das ist ja das, was ich schon lange befürchtet habe, dass wenn die Opposition sich darauf einschießt, sozusagen zu fordern, der Staat soll irgendwo etwas mehr machen, und das war in diesem Fall die Grenzen schließen, ja. Und dann tut der Staat das, zwar mit einer anderen Begründung, aber dann kann man nur noch sagen, ja, jetzt klasse, genau das. Und wir wollten es noch viel schärfer und viel stärker. Aber dann hat man natürlich überhaupt nichts mehr in der Hand sozusagen. Ja. Und das ist genau gerade passiert. Und du hast es ja in dem Thekengespräch gesagt. Und auch das habe ich von Anfang an gesagt, eine Grenze schließen heißt, sie in beide Richtungen schließen. Richtig, ja. Und du sagst, wir fühlen uns inzwischen eingesperrt. Wir können nicht mal überlegen, ob man in die Schweiz oder sonst wohin geht. Ja, genau das. Republikflucht verhindern, Kapitalflucht verhindern, Republikflucht verhindern. Also es wandern deutsche, ausgebildete, hochqualifizierte Deutsche wandern ab. Das ist ein Thema seit langem. Und jetzt ist ein Hebel da, um zu sagen, wir können das verhindern. Ja, ja. Und die Leute freuen sich sogar noch, ja. Wer sich oppositionell dünkt, der jetzt immer gewartet hat, ey, wann wird endlich die Grenze geschlossen? Jetzt macht er noch ein kleines Feuerwerk und die freuen sich noch, dass sie nicht mehr rauskommen, ja, dass wir eingesperrt sind. Das ist unglaublich. Also man muss ja fast sagen, der Martin sagte eben schon zu mir, man muss es schon fast bewundern, ja, diese Art von Propaganda, wie die jetzt durchgezogen wird. Und offenbar, zumindest bislang, bis zum heutigen Tag, machen alle Leute mit, ja, machen alle willig mit, insbesondere in Deutschland. Aber da ist natürlich immer die Frage, wann ändert sich so eine Welle, ne? Oder kann sich das auch mal gegenteilig auswirken, wenn die Leute erstmal 2 Wochen Hausarrest haben, vielleicht 4 Wochen Hausarrest haben, 6 Wochen Hausarrest, da ändert sich möglicherweise auch dann mal eine Stimmung. Ne? Das ist natürlich, es ist einerseits eben halt für die Machthabenden ist es eine Chance und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine schon auch eine schwierige Situation, eine gefährliche Situation. Es kann immer auch umkippen. Mhm. Im Mittelalter gab es diese Pestzüge zum Beispiel, wo dann die Leute böser Gott gerufen hat. Heute lacht man darüber, aber also für eine gläubige Gesellschaft war das sozusagen der Ausbruch daraus. Ne? Und gesagt, also jetzt ist Schluss.
jetzt lassen wir uns nicht mehr erzählen, der liebe Gott sitzt da und sorgt für uns. Jetzt glauben wir das nicht mehr. Und also sowas kann natürlich auch passieren. Und ja, da, in einer Zeit, wo längst der Staat an die Stelle Gottes getreten ist für viele, ja, ne? Und gerade jetzt nochmal verstärkt. Und da könnte natürlich wirklich so eine Art religiöse Erschütterung dann stattfinden, ne? Im Glauben an den Staat. Ne? Ja. Das, ja, ja, genau. Und ja, es wird ja etwas genau ein Punkt erschüttert, nämlich dieser Glaube, dass der Staat mittels der Staatsgewalt im Prinzip alle Probleme lösen kann. Und also alle, wirklich alle Lebensprobleme. Und das ist das Versprechen des Staates. Und dieses Versprechen bricht gerade zusammen. Ja, ich habe so das Gefühl, dass es gibt einfach Bedrohungen, die, ja, die sind so nicht zu lösen. Aber ich glaube, der Glaube an den Staat ist momentan so stark wie nie zuvor. Also ich glaube, dass die allermeisten gehen jetzt davon aus, jetzt kann uns nur einer retten, nämlich der Staat durch drakonische Maßnahmen in dieser Situation. Wir sind ja im Krieg gegen ein Virus. Und ich glaube, momentan ist der Glaube an den Staat so stark verbreitet und so intensiv wie vielleicht nie zuvor. Aber die Frage ist halt, ob das kippen kann, ne? Ja, genau, das meine ich. Das kann dann kippen, oder man sieht, so ein allgewaltiger Staat wie der Mullah-Staat in Iran, da passiert also nun das, was Staaten dann eben machen, Nachrichtenverfälschung und so weiter. Und das wird hier kritisiert, so als ob das nicht hier auch passieren würde, oder als ob sie nicht darüber auch diskutieren würden und sagen würden, ja, wir müssen dissidente Meinungen, Aussagen müssen wir verbieten. Und das ist dann tatsächlich natürlich der Schritt, sagen wir mal, die zentrale Bürgerfreiheit aufzuheben, ja, und zu einer Herrschaft von Wissenschaft, aber Wissenschaft nicht als Diskursgemeinschaft, sondern Wissenschaft als Macht. Instrument. Ja, das Schlimme ist, wir beide wissen, glaube ich, dass der Staat einmal genommene Freiheiten so schnell nicht wieder gewährt und zurückgibt. Ne? Und ja, gar nicht. Eigentlich normalerweise nicht so. Und da ist momentan, glaube ich, noch ein sehr großes Vertrauen bei den Leuten, dass sie sagen, ach naja, komm, das ist jetzt eine vorübergehende Maßnahme, da brauchen wir jetzt den Staat, wir sind ja schließlich im Krieg und danach bekommen wir unsere Freiheiten alle wieder. Wir sind dabei beide wahrscheinlich etwas skeptisch, ja? Ja, natürlich. Und die Schwelle sinkt natürlich. Also beim ersten Mal Freiheit wegnehmen, da muss es dann ein ganz schlimmer Feind sein. Ich will sie nicht aufzählen, die in der Vergangenheit dann herhalten mussten. Im Moment ist es der Virus, der neue Virus. Aber im nächsten Jahr kann es die Grippewelle sein, oder es kann sein, dass eben halt die Wissenschaft sagt, XY verursacht Krebs und Krebs verursacht große Schäden, und XY muss verboten werden und du darfst das nicht mehr essen oder du darfst dies nicht, das nicht mehr. Das sind ja alles Zugriffe auf die persönliche Freiheit, die schon immer mal im Gespräch waren und die nicht durchsetzbar waren. Ja. Aber wenn es einmal sozusagen diesen Testlauf gibt, der gerade läuft, dann kann man beim nächsten Mal sagen, jetzt brauchen wir dieses Instrument wieder. Ne? Ja. Ja, oder vielleicht nicht beim nächsten Mal, sondern wir halten es direkt bei, sicher aus Sicherheitsgründen. Ja, ja. Was macht dir insofern am meisten Sorgen? Das Virus, die wirtschaftlichen Erschütterungen, die auf uns zukommen, oder die Erschütterung der persönlichen Freiheit? Ich habe jetzt vor Krankheit nicht solche Angst. Insofern nicht, dass ich denke, dass ich keine bekommen habe. Ich bin durch schwere gesundheitliche Krisen schon gegangen. Also ich weiß, wie anfällig der Körper ist. Aber ich
habe da so den, ja, den Standpunkt entwickelt, schon auf die, meine Gesundheit zu achten, aber nicht in, ja, in Hysterie oder in einer Selbstkasteiung zu verfallen, weil ich glaube, dass das auch nicht gesund ist. Also Hysterie, Angst ist bestimmt nicht Gesundungsfaktor. Also das ist sozusagen das für mich persönlich. Die wirtschaftliche Bedrohung ist sehr real, also auch, sagen wir mal, schon länger. Ich lebe ja teilweise von meinen Ersparnissen. Und wenn es nicht eine Nullzinspolitik, wenn es nicht seit 10 Jahren eigentlich keine Zinsen gegeben hätte, dann würde ich wirtschaftlich sehr viel ruhiger, würde es mir sehr viel besser gehen. Also das, was ich gerechnet habe, das Geld, was ich was sich vermehren wird, hat sich nicht vermehrt. Und Gegenteil vielleicht, Ich zehre von der Substanz. Also insofern, das ist eine ganz reale Bedrohung. Die psychotherapeutische Praxis meiner Frau, das ist auch alles runtergefahren und man weiß nicht, wie es wird. Also auch noch nicht bedrohlich, aber könnte also durchaus sein. Also so das, aber natürlich denke ich auch daran, was passiert, wenn Meinungsfreiheit eben tatsächlich eingeschränkt wird. Was tun Sie dann? Was für Maßnahmen ergreifen Sie? Also das ist ja auch alles nicht klar. Also von daher würde ich sagen, es ist eine Gemengelage von der wirtschaftlichen und der politischen Befürchtung, die ich für sehr, sehr real halte. Ich habe immer gesagt, das System ist relativ stabil und die machen noch nichts. Aber im Moment habe ich den Eindruck, also sie trauen sich sehr viel. Und wie du sagst, die Stimmung der Bevölkerung ist so, dass es, also es ist, was Marcuse gesagt hat, ist eine Gesellschaft ohne Opposition. Es gibt keinen, der nicht mitbaut sozusagen an der großen Gesellschaft. Ja, und ich habe gerade überlegt, wie haben die Leute das früher im Totalitarismus empfunden, wenn wir jetzt so eine Frage stellen? Und eigentlich hatten die ja tatsächlich eine ähnliche Ausgangslage, zum Beispiel in der Sowjetunion. Vergleichbar mit dem Virus war die Umwelt im katastrophalen Zustand im real existierenden Sozialismus. Auch was Krankheiten betrifft, was wirklich massive Bedrohung durch Krankheiten betrifft, das war ja auch gegeben. Das war der eine Faktor. Dann war es eben auch die Wirtschaftslage im realen Sozialismus, die eine Katastrophe war, und es war natürlich auch die genommene persönliche Freiheit. Und dann liegt es wahrscheinlich immer am Einzelnen, was er da jetzt als besonders bedrohlich oder als besonders schlimm empfindet. Ne? Vielleicht auch einerseits ist die Empfindung und andererseits ist dann aber auch wieder die Frage, ähnlich wie bei dem Virus jetzt oder damals eben durch ökologische Katastrophen im real existierenden Sozialismus, ist man wirklich davon dann selbst betroffen? Ne? Dann ist wahrscheinlich das Akute. Ne? Aber es ist halt die Summe von allem, ne? die einen momentan sorgt und trifft. Ja, genau. Und Meinungsfreiheit ist auch nur für diejenigen, die also ihre Meinung äußern wollen, interessant. Richtig. Also für einen Großteil der Bevölkerung ist die wirtschaftliche Bedrohung die größte. Ja. Aber für Intellektuelle, wie wir sie sind, ist das natürlich, also für dich natürlich, stellt sich die Frage vielleicht sogar noch schärfer. Genau. Was sind die Maßnahmen? Und die Maßnahmen werden eben nicht so sein wie der alte Totalitarismus. Es wird nicht der KGB dastehen und nicht die SS, sondern, sondern das wiederum läuft ja auch wirtschaftlich durch die Vernichtung von wirtschaftlicher Existenz. Mhm. Also dir werden irgendwelche Auflagen gemacht, dir werden irgendwelche Bußgelder auferlegt und so weiter. Also der Angriff geht ja nicht darüber, nicht mehr direkt körperlich, sondern indirekt durch die Existenzangst. Ja, es wird der ein oder andere Verbreitungskanal vielleicht dann gestört oder weggenommen, ja, oder
Es ist, ja, gibt dann, ja jetzt schon die Tendenzen. Ne? Ja, und ganz viel, denke ich, auch eben über Bußgelder, die dann die in Höhen sind, die dann wirtschaftlich bedrohlich werden. Die werden auch genauso abgeschätzt, dass die, und dann sagt man, ja, der hat jetzt diese Zeitschrift oder dieser Blogger, der hat jetzt irgendwie eine kleine Strafe gekriegt, steht dann im Spiegel und alle lachen und sagen, ja, das ist ja gar nicht totalitär, aber diese Strafe ist genau so bemessen, dass sie diese Person in den wirtschaftlichen Ruin treibt. Ja. Und ja, und nicht eine Summe, die jetzt irgendwie die Öffentlichkeit erschrecken wird. Mm. Und von daher gehe ich davon aus, dass es eben halt eine ganz andere Form von Totalitarismus ist, die sich ja jetzt schon, also seit Jahrzehnten aufbaut, als die, die wir kennen. Und deswegen ist es dann ja auch wiederum Fake News und verboten, es zu vergleichen. Ja, da sind wir fast schon ein bisschen beim Thema, was ich vielleicht kurz ansprechen wollte. Du hast bestimmt auch diese Wodak-Thesen, die momentan die Runde machen, mitbekommen. Ich weiß aber, du machst es gerne so, auch bei der Frage der Klimakatastrophe, dass du immer gesagt hast, na gut, wir können es so annehmen und wir können es so annehmen. Ne? Und ich vermute, deine Antwort zu den Wodak-Thesen ist auch, nehmen wir es mal so an und dann gucken wir, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Du sagst, glaube ich, und das ist eigentlich ein sehr wissenschaftlicher Standpunkt, dass du sagst, okay, ich möchte mich ja gar nicht so festlegen. Gegebenenfalls haben wir es mit einem menschengemachten Klimawandel zu tun. Wenn es so ist, was folgt daraus? Welche Lösungen sind die besten? Haben wir es nicht? Was folgt daraus? Und das Schöne ist, meistens folgt dasselbe daraus, ne, glaube ich. Ja, genau. Also ich sage, da, wo ich selber Expertise habe, da beziehe ich auch eben halt Position. Ja. Aber ich finde, normale Facebook-Standpunkt von heute, ich habe keine Ahnung, aber sag trotzdem mal, was ich da finde. Die Leute haben das Recht dazu, aber man muss es sich da nicht anschließen. Ja. Und so sage ich zu Themen, wo ich nicht selber sozusagen Experte bin, da brauche ich auch nicht meine Position zu beziehen. Und aber das Wesen von der klassischen Wissenschaft, ich sag mal klassisch jetzt insofern, weil die neue Wissenschaft, da ist das ja anders. Das Wesen der klassischen Wissenschaft ist die Diskussion, ist der Diskurs. John Stuart Mill über die Freiheit, da gibt es da eine lange Abhandlung darüber, warum die Wahrheit nur über den Diskurs von verschiedenen Meinungen zustande kommen kann. Und das ist der klassische Standpunkt. Und es gibt im Prinzip keine Position, wo es nicht eine Gegenposition gibt. Ja. Und das muss auch so sein. Und das Versprechen der Machthaber ist immer, wenn alle die gleiche Meinung haben, dann wird alles gut. Ja. Und die Gegenposition, die liberale Gegenposition, da muss man nicht libertär für sein, sondern das ist die klassische liberale Position, sagt, die Meinungsfreiheit, die Meinungsvielfalt, die Auseinandersetzung, der Zwang, seine Position zu begründen, das ist der einzige Garant dafür, dass wir nach der Wahrheit suchen können. Und das heißt, diese neue Wissenschaft, so wie sie jetzt betrieben wird, diese politisierte Expertenwissenschaft, die ist genau das Gegenteil. Die produziert ständig Positionen, wo sie sagen, jeder Abweichler ist eine Gefährdung. Ja. Das ist auch jetzt das, was zu beobachten ist in Reaktion auf diesen Wodak, wo ich auch schon gesagt habe, der hat eine enorme Verbreitung, die müssen jetzt reagieren. Irgendwie sehen die auch, dass diese Thesen die Leute aufschrecken. Und die Reaktion ist natürlich, die jetzt schon die ersten Mainstream-Medien hochfahren, Wodak, ganz, ganz gefährlich. Ganz, ganz, ganz gefährlich, was der sagt. Also diese Meinung ist gefährlich. Das ist so diese übliche Einschränkung der Meinungsvielfalt, die wir jetzt hier auch gerade erleben. Ja, und jeder und in jedem Totalitarismus
ist ja auch das immer gesagt worden. Da ist ja niemals gesagt worden, ja, ich finde eine andere Meinung doof oder die gefällt mir nicht oder so, ja. Sondern die ist ja immer gefährlich gewesen. Und die ist gefährlich für die Sicherheit und für die Gesundheit des Volkes. Ja. Das ist immer, es ist in allen Diktaturen, in allen totalitären Systemen, ist das immer die Begründung. Also das sind die zwei Standardbegründungen. Ja, ja. Und rechts, links, das ist vollkommen egal, sondern es ist immer die Begründung, es gefährdet die Sicherheit und es gefährdet die Gesundheit des Volkes. Ja. Und das ist jetzt also sozusagen ganz genauso wird es produziert. Es ist bezogen auf den Klimawandel, auf Mikroplastik, auf und jetzt auf diesen Virus. Es wird gesagt, jemand, der da eine andere Meinung zu hat, der ist gefährlich. Ne? Ja, ja. Wenn er einfach nur blöd wäre, dann könnte man ja sagen, ja, blöder Mensch. Ja. Oder auch, also auch das ist auch das Phänomen, das hat ja Ernst Jünger so schön. Bist du noch da? Ja, ja, ja. Ich bin gerade begeistert, dass du. Bist du noch da? Hörst du mich? Hallo? Hörst du mich? Hallo? Ja, jetzt höre ich. Gerade war eine Unterbrechung. Okay. Ein Netzwerkproblem. Ja, nee, ich war gerade, vielleicht war es meine Begeisterung, die das Netzwerkproblem ausgelöst hat, wie du wieder, ich glaube, Adorno eben oder Horkheimer und jetzt Ernst Jünger. Das gibt es nur bei Stefan Blankers. Ja, also bei Ernst Jünger im Waldgang wird das ja beschrieben, hat gesagt, es gibt also 97% sind der Meinung der Herrschenden. Ja. Ja, und 7% oder 3% sind dagegen. Und dann, warum müssen überhaupt 3% dagegen sein? Ja klar, also wenn keiner dagegen ist, brauche ich keine Herrschaft. Ne? Okay. Gleichzeitig, wenn es aber nur 3% sind, dann müssen die ungeheuer gefährlich sein. Ja. Weil jeder normale Mensch sagt, nee, wenn das nur so wenig sind, dann können die doch glauben, was sie wollen. Ja. Aber nein, sie müssen gleichzeitig stilisiert werden, dass sie gefährlich sind. Und gerade diese Situation haben wir jetzt auch. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung folgt dem offiziellen Narrativ. Und derjenige, der eine abweichende Meinung äußert, hat ein kleines Publikum. Aber das ist umso gefährlicher. Ja. Und denn normalerweise müsste man doch sagen, ja, ein kleines Publikum, warum müssen wir das verbieten? Wir müssen das verbieten, weil es gefährlich ist. Ja, ja. Und das macht sozusagen, logisch macht es überhaupt keinen Sinn. Ja. Jetzt können wir es ja mal eben durchspielen, wenn wir sagen, wir gehen jetzt mal ganz wissenschaftlich ran, wie du eigentlich an jede Frage dann auch rangehst. Ich habe eben den Klimawandel erlebt, dass man sagt, okay, nehmen wir das an. Eigentlich, wenn Woldak irgendwo richtig liegt, dass das Ganze völlig übertrieben ist, was jetzt passiert, dann ist ja ganz klar, dann reitet der Staat uns gerade in eine Katastrophe hinein. Ja, die Politik und der Staat durch die ganzen Maßnahmen reitet er uns unbegründet in eine absolute Vollkatastrophe rein. So, das heißt, im Prinzip können wir das ganz schnell abhaken. Wenn Woldak recht hat, ist es der reine Wahnsinn, was der Staat hier mit uns macht. Mhm. Das wird, glaube ich, auch jeder Außenstehende verstehen. Mhm. Wenn Woldak nicht recht hat, und sagen wir mal, die größten Alarmisten im Mainstream haben jetzt recht. Also es ist wirklich der ultragefährliche Virus und wenn wir nichts machen, werden Millionen sterben. Mhm. Nehmen wir mal an, machen wir es da auch ganz wissenschaftlich, nehmen wir mal an, das ist richtig. Was sagen wir denn dann mit einer sehr freiheitlichen, libertären Position? Ich möchte noch eins vorweg schicken. Libertäre gibt es zwei Lager, wie manche wissen. Die Anarchokapitalisten, die sagen, gut, wir machen das ganze Ding weg. Und dann gibt es diese Minimalstaater, die sagen wirklich, für ganz, ganz wenige Bereiche brauchen wir den Staat für äußere und innere Sicherheit und Recht. Ja, und die sagen eigentlich, seitdem es diese Theorie gibt, sagen die immer auch zur Seuchenbekämpfung. Also da ist ganz klar, da würden die jetzt sagen, gut, da muss jetzt der Staat auch einschreiten. Das wären dann ähnliche Lösungen, wie wir sie jetzt haben, mit Ausgangssperre und ich weiß nicht, was alles passiert, um diese Seuche einzudämmen. Was sagen aber jetzt die Anarchokapitalisten, Stefan?
Wie gehen wir denn jetzt? Also sagen wir mal wirklich, das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Virus. Es muss irgendwas getan werden. Wir wissen auch, in dem Moment, wo die Leute weniger Kontakt miteinander haben, können wir die Ausbreitung stoppen. Wie stoppen wir die denn jetzt? Naja, natürlich kann jeder seine Kontakte reduzieren oder als und also das habe ich jetzt auch gemacht. Ich meine, ich arbeite hier sowieso am Computer, meine Frau hat es auch eben halt reduziert. Das kann man ja machen. Aber die Illusion, die der Staat verbreitet und die auch dann die Minimalstaatler damit verbreiten, ist ja, dass die staatliche Zwangsmaßnahme funktioniert. Ja. Und aber sie funktioniert ja nicht. Das heißt also, die Behauptung, dass die Zwangsmaßnahme im Saldo besser dasteht als eine Nicht-Zwangsmaßnahme. Dieser Beweis, ist in der Vergangenheit niemals erbracht worden und der wird auch in diesem Fall nicht eintreten, weil die Freiheit der beste Garant des Lebens ist. Und selbst im Moment ist der Staat darauf angewiesen, dass die Menschen sich gegenseitig helfen, zum Beispiel, dass sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Ich meine, jetzt könnte doch vor lauter Angst, könnten ja jetzt einfach das Klinikpersonal sagen, rutsch uns einen Buckel runter, wir gehen nicht mehr zur Arbeit. Die Feuerwehrleute könnten sagen, macht, was ihr wollt. Homeoffice. Ja, wir machen jetzt Homeoffice oder sowas. Genau. Nein, die erfüllen ihre Pflicht. Das ist auch Blödsinn, oder dass wir jetzt hier skypen können. Der Strom, das muss alles funktionieren. Das heißt, der Staat ist ja darauf angewiesen, dass die Leute das machen. Ja. Und das machen sie sozusagen gegen das offizielle Narrativ. Ja. Aber es ist ja schon so, dass auch, also auf den Straßen ist weniger los, glaube ich, jetzt schon deutlich weniger. Wir haben noch keine Ausgangssperre. Aber es wird schon so sein, ich glaube in Frankreich und wo gibt es jetzt schon Ausgangssperren? In Spanien. Da ist dann wirklich zappenduster auf den Straßen. So, das heißt also, diese staatliche Maßnahme, gerade wenn dann mit schweren Strafen angedroht wird, das ist, glaube ich, in Spanien auch schon der Fall. Also wer da auf der Straße erwischt wird, der wäre gerade nicht rausgehen darf, hat wirklich ein riesiges Problem. Also sagen wir mal so, aber da kommen wir wahrscheinlich zur Frage der Verhältnismäßigkeit. Ne? Wie viel Kosten verursacht das und wie viel Nutzen bringt das dann wirklich noch? Ne? Dieser letzte Dreh an Zwang. Genau. Ja, natürlich. Ich würde sagen, also es muss ja eine Gesamtrechnung sein. Ja. Und aber selbst bezogen auf die Verbreitung des Virus kann man ja sagen, dass es nicht so ist, dass die Länder oder die Regionen, die die höchste Maßnahmendichte haben, auch die geringste Verbreitung haben. Mhm. Natürlich sind das immer, großenteils sehr spekulative Fragen, weil dann muss man dann sagen, kann man das irgendwie vergleichen? Kann man Südkorea mit Italien vergleichen? Nein, man kann natürlich nicht Südkorea mit Italien vergleichen. Es ist eine andere Bevölkerungsstruktur, es ist eine ganz andere Kultur, ganz andere Mentalität. Tod und Teufel und es sind andere Menschen. Genau das ist ja der Punkt, wo ich sage, es gibt verschiedene Meinungen und es gibt nicht die eine richtige Antwort darauf. Und wenn es nicht die eine richtige Antwort darauf gibt, dann sind selbst unter utilitaristischen Gesichtspunkten Zwangsmaßnahmen nicht gerechtfertigt. Ja. Ich glaube, der Punkt, das hatte ich gestern schon mal an der Theke mit Martin erwähnt, der Punkt ist auch, wenn so eine Zwangsmaßnahme, eine zentralistisch verordnete Zwangsmaßnahme,
fehlerhaft ist. Und natürlich machen wir alle Fehler. Dann ist es natürlich, wird es eine Katastrophe, dann, wenn es wirklich der zentralstaatliche Planer für alle macht. Wir mit unserem dezentralen Ansatz sagen, okay, Menschen machen Fehler, wir ergreifen die und die Maßnahmen, da werden auch mal Fehler dabei sein, aber die Katastrophe wird niemals so groß sein, wenn wir es dezentral angehen oder wenn wir bei uns selber anfangen. Ja, also da gibt es ja ein schlimmes historisches Beispiel. In China, im China Mao Zedongs, der Kampf gegen die Spatzen, die Hungerskatastrophe bahnte sich an aufgrund staatlicher Maßnahmen. Ja. Mao Zedong hat verbreitet, die Spatzen würden die Ernte auffressen. Und es war sozusagen die Maßgabe, die Pflicht, der Krieg, die Pflicht eines jeden Chinesen ist es, so viele Spatzen totzuschlagen, wie es geht. Wir haben auch alle Spatzen in den Großstädten totgeschlagen, in Peking, die natürlich niemals Saatgut gefressen haben. Also sie haben alle Spatzen totgeschlagen. Innerhalb also kürzester Zeit hat das geklappt. Und es hat natürlich überhaupt, also es hat null gebracht für Erntezuwachs. Es hat die größte Hungerskatastrophe der Menschheit stattgefunden. Und das Zweite ist, es hat eine Insektenplage gegeben. Und genau das ist das. Und die Berater von Mao Zedong waren der Meinung, dass das richtig war. Sie waren ja nicht der Meinung, dass es falsch ist. Mm-hmm. Sie waren in dem Moment der Meinung, dass es richtig war. Und er konnte sozusagen 1 Milliarde Chinesen mit einem Federstrich dazu bringen, diesen Befehl auszuführen. Und der war fehlerhaft. Ich fürchte, das ist jetzt auch ein schöner Schluss und ein schönes Bild bei dem, was uns erwartet, nämlich diese Plage. Ja. Bei den ganzen Maßnahmen, die jetzt wirklich anlaufen, die offenbar immer noch höher getrieben werden. Natürlich hat das Auswirkungen. Ne? Das wird Auswirkungen haben, an die vielleicht jetzt auch noch keiner denkt und erst recht nicht diese Zentralplaner denken. Mhm. Und ich fürchte, das ist ein sehr schönes Bild, eine Insektenplage, die uns da bevorsteht. Ja. Gut, Stefan. Okay. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder soll man sagen, bis zum nächsten Mal? bis zum nächsten Mal. Prima. Ja. Vielen, vielen Dank, Stefan. Ja, ich hoffe, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Es ist ein erster Versuch hier über Skype in einer neuen Lage, in einer neuen Welt. Solange wir das machen dürfen, machen wir das vielleicht mal öfters jetzt. Also, okay. Stefan, ja, auf bald. Bleib gesund, wie man so schön sagt. Ja, bleib gesund. Tschüss.